In der letzten Folge der SEO-Häppchen hatten wir darüber gesprochen, wie sich die Google-Suche in Zeiten von KI und mithilfe von KI verändern wird. Und heute werden wir darüber sprechen, was das eigentlich für dich als Online-Shop-Betreiber bedeutet. Ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-SEA-Agentur Alsa Digital GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Seit 2021 zeige ich Unternehmen, wie sie generative künstliche Intelligenz im Marketing effizient einsetzen. Außerdem bin ich Experte für das Textschreiben mithilfe von künstlicher Intelligenz. Ich bin Simone Sarotnik. Ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge auch in Zukunft dafür, dass Webseiten bei Google oben ranken. Wir hatten ja in der letzten Folge sehr breit ausgeführt, wie sich die Google-Suche in Zukunft ändern wird. Das wirft natürlich eine Menge Fragen auf, wenn ich mir jetzt überlege, wie das Ganze für mich als Online-Shop-Betreiber vielleicht einmal aussehen wird. Was kannst du dazu sagen, Simone? Wie soll das funktionieren? Wie wird das gehen? Ja, wir werden ja vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung von der letzten Folge machen. Ich denke, das ist wichtig. Wir haben ja gerade wie so eine kleine Serie, die neue KI-Suche mit Google. Und da will ich einfach nochmal festhalten, dass das in Zukunft so aussehen wird, dass die Suche viel komplexer werden wird, viel tiefgreifender, verzweigter. Nutzer können granularer suchen. Und auch Google wird den Nutzer führen, um die Suchanfrage zu verstehen, um dann die entsprechend besten Suchergebnisse ausspielen zu können. Das bedeutet dann, dass Traffic unter Umständen verloren gehen wird. Einfach viel Traffic wird verloren gehen auf Webseiten, aber der Traffic, der auf die Webseite kommt, wird viel genauer sein. Also Qualität vor Quantität. Ja. Ja. So, und mit diesem Wissen kann man ja jetzt schon anfangen, sich für diese Zukunft vorzubereiten. Denn kein Online-Shop möchte ja seine Zugriffszahlen verlieren. Darüber findet ja dann der Verkauf statt. Also das soll ja auch in 2-3 Jahren noch gut funktionieren. Und da denke ich, da kann man jetzt schon anfangen, zumal ja Google auch jetzt schon genügend Signale gibt, was in Zukunft wichtig sein wird. Wo siehst du denn dabei den Ausgangspunkt? Da ist natürlich wichtig, als Ausgangspunkt sich als E-Commerce-Anbieter in die Zielgruppe hineinzuversetzen. Und das nicht nur allgemein, das kann man wirklich detailliert machen. Also so eine Zielgruppe hat ja verschiedenste Bedürfnisse, verschiedenste Herangehensweise, unterschiedliche Pain Points. Und das kann ja alles auf der Webseite, in Produktbeschreibungen, das kann ja alles wiedergespiegelt werden, weil Google das dann auch zukünftig finden wird. Und ausgehend von der Zielgruppe, von deren Bedürfnissen, von der Prognose, wie wird die Zielgruppe suchen, kann man natürlich dann ja die Beschreibung an den Produkten, den Aufbau des Online-Shops anpassen und genauer gestalten. Was würdest du für die Produktbeschreibung empfehlen? Für Produktbeschreibung würde ich in Zukunft empfehlen, wirklich erstmal Schlagworte auch festzuhalten, Merkmale, Produktmerkmale zu fixieren und diese auch niederzuschreiben, also dass die sich dann im Text wiederfinden. Und der Text, der kann auch einmal in einer Kurzform vorhanden sein und dann aber auch wieder in einer längeren Beschreibung. Was in der Zukunft überhaupt nicht mehr geht und auch wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird, ist einfach die Beschreibungen der Hersteller zu übernehmen und unverändert auf die Webseite zu stellen. Also das war ja auch schon in der aktuellen Zeit, ist das schon keine Empfehlung mehr, aber auch in Zukunft wird das dann immer wertloser, solche Texte, weil die sich dann teilweise auch wiederholen. Das ist kein uniker Content. Also ist es wichtig, gerade in den Produktbeschreibungen sich hinzusetzen und dort wie eine Art Verkaufsgespräch stattfinden zu lassen.
wirklich, wie kommuniziere ich auch vielleicht im Ladengeschäft, wenn da noch eins vorhanden ist und der direkte Kontakt mit dem Kunden ja vorhanden ist, wie kommuniziere ich da mit den Kunden? Welche Fragen stellt der Kunden? Welche Antworten gebe ich auf diese Fragen? Das kann man ja alles am Produkt theoretisch hinterlegen, in der Kurzform und in der Langform. Der Effekt ist, dass dann Google passende Antworten auf deiner Webseite findet zu einer sehr granularen und spezifischen Suchanfrage. Das hört sich jetzt erstmal nach unfassbar viel Arbeit an, wenn ich das alles so höre, was du jetzt erzählt hast. Aber man kann natürlich jetzt auch hier sagen, man kann auch an dieser Stelle natürlich künstliche Intelligenz einsetzen. Also gerade das, was du gesagt hast, Informationen zu einem bestimmten Produkt als FAQ hinterlegen oder aber die Datenblätter hinterlegen. Das kann man eben heutzutage schon so machen, dass man einen Chatbot mit reinsetzt auf die Webseite, der eben genau die Fragen beantwortet und dann sich Daten aus den vorhandenen Informationsblättern zieht. Das wird dann einfacher und man antwortet ja trotzdem sehr sachlich und sehr genau auf die Fragen der Kundschaft. Und ich glaube, auch da wird der Weg ja hingehen, dass man eben nicht nur reinweg die Informationen auf die Seite packt und der Nutzer wird sie sich suchen, sondern dass auch dort KI mehr und mehr zum Einsatz kommen wird, weil die Nutzer es gewohnt sein werden, ja, also in der Zukunft, dass sie dort einen Chatbot finden, den sie auch wirklich komplizierte Fragen stellen können. Also wie bediene ich Produkt A oder B oder C? Das denke ich auch, dass das kommen wird. Genau, und der Ausgangspunkt ist immer der Nutzer. Welche Bedürfnisse hat der Nutzer? Welche Fragen hat der Nutzer? Und wie kann ich die passenden Antworten in der passenden Menge auch zur Verfügung stellen? Also darum wird sich das in Zukunft drehen. Ja, und ich glaube auch schnell. Also ich glaube, ich würde selber, wenn ich im Online-Shop bin, wenn ich eine Information habe und sie nicht schnell finde, dass ich wirklich irgendwie dorthin geführt werde oder eine Assistenz da ist, also ein Chatbot, der mir wirklich sagt, wie kann ich dir helfen? Was suchst du? Was brauchst du? Ja. Also das wird auch eine Rolle spielen, dass die Leute gar nicht mehr so ewig lange sich durch die Produktbeschreibungen durchscrollen, FAQs aufklappen. Manchmal sind die auch noch so als Aufklappmenü konzipiert. Das wird kaum noch jemand machen in Zukunft, bin ich ziemlich sicher. Ja, es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt welche, die sehr kurz und analytisch das haben möchten, die Produktmerkmale zum Beispiel, denen kann man halt eine Kurzbeschreibung von so einem Produkt liefern. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die sich gerne einen längeren Text durchlesen, wo auch Emotionen drin sind, was ein schöner Verkaufstext ist. Es gibt halt die verschiedensten Zielgruppen und ich denke, man kann da ruhig auch viel Informationen verbreiten auf der Webseite, dass auch mehrere Zielgruppen bedient sind. Ja, es gibt ja auch Menschen, die mehr Videos gucken, also Produktbeschreibung sich als Video anschauen. Es gibt Menschen, die hören sich Podcasts an. Also da hast du natürlich recht, das ist sehr unterschiedlich. Ja, also man muss schon dann auch für diejenigen was anbieten. Ne? So je nachdem, welche Zielgruppe du halt hast. Genau, die verschiedenen Formate, die dann angeboten werden können. Vielleicht ein kleines Produktvideo dazu etc. Was auch besonders, also sehr wichtig sein wird in Zukunft, ist auch schon aktuell, wird auch schon immer gesagt, aber der Fokus liegt nach wie vor drauf auf Produktbewertung. Also dass wirklich andere Nutzer das Produkt bewerten, dort ihre Meinung abgeben, das hat bereits einen hohen Stellenwert und wird auch in Zukunft einen hohen Stellenwert haben. Große Online-Shops setzen das sicher um, die haben da die genügende Manpower oder eben auch große Marketingabteilungen, aber gerade auch unser Podcast richtet sich ja an KMUs oder Freiberufler im Marketing und da ist es vielleicht noch nicht so umgesetzt mit Bewertungen und mit diesen ganzen Trusted-Siegeln auch und das ist aber eine Sache, worauf ich wirklich auch das Augenmerk für die Zukunft legen würde, um für die Zukunft auch gut aufgestellt zu sein. Ja, und so wie wir es ja in der letzten Folge auch schon gesagt haben, es wird einfach nur noch stärker werden, also das, was wir ja jetzt erzählen. Also wir haben halt noch 1-2 Jahre Zeit oder vielleicht auch 3 Jahre Zeit, aber Google wird das definitiv umsetzen.
Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich jetzt damit intensiv auseinandersetzt und die richtigen Schritte unternimmt, um dann in 2-3 Jahren auch wirklich wieder fit zu sein für die neuen Thematiken, die von Google dann auch in Deutschland ausgerollt werden. Das ist so, ja, sehe ich auch so. Also lass uns noch mal zusammenfassen. Die Google-Suche wird sich verändern. Jo. Es kann Traffic verloren gehen in der Zukunft, weil Google mehr auf Qualität als auf Quantität setzt. Ja. Der Traffic wird sich verändern, er wird genauer sein, aber dann auch zielgerichteter. Und das bedeutet natürlich für Online-Shops, jetzt schon Maßnahmen zu ergreifen, um halt in 2-3 Jahren nicht weg vom Fenster zu sein, sondern um auch in Zukunft Kunden zu generieren über die Webseite, über SEO. Absolut richtig. Ja, das war eine schöne Zusammenfassung von den ganzen Sachen, die jetzt gerade laufen. Wenn du als Shopbetreiber immer am Ball bleiben willst und noch ein paar mehr Informationen erhalten möchtest, dann laden wir dich herzlich gerne ein in unsere Community, wo wir eben über diese Sachen, die wir hier im Podcast anreißen, auch noch etwas intensiver sprechen und auch mehr Hintergrundinformationen für dich bereithalten. Den Link zur Community findest du in den Shownotes und wir freuen uns, dich dort begrüßen zu können. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende des Podcasts angelangt und ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Woche und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und ich verabschiede mich auch und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.